Sie, Marina Geppert, wollen Sie mit dem hier anwesenden Carsten Richter den Bund der Ehe eingehen? So antworten Sie mit Ja. Ja, ich will. Dann erkläre ich Sie Kraft meines Amtes hiermit für Mann und Frau. War's das? Wenn Sie dann hier noch unterschreiben wollen. So, also ich brauche jetzt dringend ein Bier. Elisabeth Meinhardt, möchten Sie den hier anwesenden Clemens Richter zu Ihrem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Clemens Richter, möchten Sie die hier anwesende Elisabeth Meinhardt zu Ihrer rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Das könnt ihr nicht machen! Also, Clemens Richter, möchten Sie die hier anwesende Elisabeth Meinhardt zu Ihrer Ehefrau nehmen? Na los, Vater. Hauptsache, du bist glücklich. Ja, ich will. So egoistisch! Na dann, die Ringe bitte. Den hier anwesenden Agamemnon Rufus Daniel? Wollen Sie ihn zum Ehemann nehmen und ihn bis ans Lebensende lieben und ehren? Ja, ich will. Und Sie, Agamemnon? Ist gut, ist gut, ist gut. Ich meine, ich will dich auch lieben und ehren. Dann erkläre ich Sie hiermit Mann und Frau. Hoch sollen Sie leben, hoch sollen Sie leben, dreimal hoch. Vielleicht noch nie jemanden so geliebt wie dich. Und deshalb, Ricky, willst du mich heiraten? Okay, wir heiraten. Echt? Mhm. Liebe Nathalie, es tut mir so leid. Ich wollte es dir die ganze Zeit sagen, aber ich habe es nicht über mich gebracht. Zwischen uns ist so viel passiert und ich merke, ich habe kein Vertrauen mehr an uns zwei, so wie früher. Ich liebe dich. Aber ich kann dich nicht heiraten. Und deshalb muss ich gehen. Verzeih mir. Michael Gundlach, willst du Iris Gebauer als deine Ehefrau annehmen, in guten wie in schlechten Tagen zu ihr stehen und dir treu bleiben, so antworte mit Ja. Ja, das will ich. Iris Gebauer, willst du Michael Gundlach als deinen Ehemann annehmen, in guten wie in schlechten Tagen zu ihm stehen und ihm treu bleiben, so antworte mit Ja. Ja. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. So. Und jetzt wisst ihr schon, was kommt. Ihr dürft euch küssen! Ja! Sind Sie, Professor Dr. Hans-Joachim Gerner, gewillt, mit der hier anwesenden Frau Patricia Bachmann die Ehe einzugehen? Ja. Und sind Sie, Frau Patricia Bachmann, gewillt, mit dem hier anwesenden Herrn Professor Dr. Hans-Joachim Gerner die Ehe einzugehen? Ja. Hiermit erkläre ich Sie zu Mann
und Frau. Wenn Sie hier bitte unterschreiben würden. Ja? Ich glaube, du darfst die Braut jetzt küssen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Darf ich auch ein bisschen... Elke Opitz! Wollen Sie mit Patrick Graf die Ehe eingehen? Dann sagen Sie laut und deutlich, ja, ich will! Ja, ich will! Und Sie, Patrick Graf, wollen Sie Elke Opitz zu Ihrer Frau nehmen? Dann sagen Sie auch laut und deutlich, ja, ich will! Ja, ich will! Hiermit erkläre ich euch, Kraft meines Amtes als Kapitän dieses Schiffes, zu Mann und Frau! Allzeit! Gute Fahrt! Möchten Sie Andrea Brehme, Amar Akram zum Mann nehmen? Ja. Und möchten Sie Amar Akram, Andrea Brehme zur Frau nehmen? Ja, ich will. Dann erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau. Fast. Okay, jetzt übertreiben. Was ist passiert? Vince hat sie betrogen. Was? Auf dem Junggesellenabschied. Joe. Joe. Joe, weißt du, wo sie ist? Was ist denn los? Hey. Любовь – это и есть чудо. Was redet er die ganze Zeit? Er sagt, die Liebe ist ein Wunder. Мне большая честь выпала, как акиму района, регистрировать вас. Er fühlt sich geehrt. Ja, ich merke schon. Конечно, очень жаль, что Республика Казахстан теряет свою гражданку. Er findet es schade, dass ich auswandern will. Das hast du ihm alles über uns erzählt? Ja, ich muss das doch ein bisschen ausschmücken. Sonst hätte ich doch nie so schnell einen Hochzeitstermin bekommen. Stell. Даша Петрова, согласны ли вы назвать законным супругом Тайфуна Бадак? Да. Согласны ли вы, Тайфун Бадак, взять законную жену, да, Дашу Петрову? Да. Тогда я вас объявляю законными мужем и женой. Hiermit erklärt er uns. Das habe ich irgendwie verstanden. Es kann uns nichts mehr trennen. Ich bringe dich durch den Seiteneingang raus, wenn du willst. Ich sag den anderen einfach, dass du dich noch mal frisch machen möchtest. Oh. Oh. Sorry für die kleine Verspätung, wir hatten technische Probleme. Ich liebe dich so sehr. Herr Hansen, ich frage Sie jetzt noch einmal.
Wollen Sie Katrin Fleming heiraten oder nicht? Marc, entscheide dich. Tu's nicht. Ich liebe dich immer noch. Ich mache echt lieber allein einfach nicht aus. Ja. Ich will Katrin Fleming zur Frau nehmen. Dann erkläre ich sie hiermit offiziell zu Mann und Frau. Ja, ja, Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Hiermit erkläre ich Sie Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Dann bleibt uns nur noch die Heiratsurkunde zu unterschreiben. Herr Dr. Gerner, mögen Sie beginnen? Katrin? Darum frage ich Sie, Paula Rapf, wollen Sie den hier anwesenden John Bachmann? Ja. Zu Ihrem Ehemann nehmen? Ja, ja. Und wollen Sie, John Bachmann, Frau Paula Rapf, zu Ihrer Ehefrau nehmen? Ja, ich will. So erkläre ich Sie hiermit Kraft meines Amtes zu Mann und Frau. Wir haben uns hier versammelt, um der Vermählung zweier Liebender beizuwohnen. Doch bevor sie einander Verbundenheit und ewige Treue schwören, möchte ich den Brautleuten die Essenz der Ehe mit auf den Weg geben. Möget ihr euch das ganze Leben über respektvoll behandeln, euch gemeinsam über Kleinigkeiten freuen, euch gegenseitig fordern und gegenseitig fördern, geteilte Sorgen und doppelte Freude haben. Einen Streit nicht als Ende, sondern als Möglichkeit, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen, begreifen. Danke, das sehe ich genauso. Und ja, ich will. Tja, dann kann ich ja wohl schlecht Nein sagen. Ja, ich will auch. Katrin Fleming, Joachim Gerner, Kraft meines Amtes erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau. Nun reicht euch die rechte Hand. Boah, ich wusste gar nicht, dass eine Hochzeit so schön sein kann. Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und bleibe bei euch, jetzt und alle Zeit. Amen. Amen. Friede sei mit euch.
Dann frage ich jetzt Sie, Herr Hansen, wollen Sie die hier anwesende Sandra Ergün zu Ihrer Ehefrau nehmen? Sie lieben und ehren in guten wie in schlechten Zeiten, dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja, ich will. Wollen Sie, Sandra Ergün, den hier anwesenden Viktor Hansen zu Ihrem Ehemann nehmen? Ihn lieben und ehren in guten wie in schlechten Zeiten, dann antworten Sie bitte mit Ja. Ich frage Sie noch einmal, Frau Ergün, wollen Sie den hier anwesenden Viktor... Schnauze! Sag ihm, dass du mich willst. Mich und keinen anderen. Sie haben's gehört. Dann erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau. Jetzt kann uns nichts mehr trennen. Du siehst wunderschön aus. And God knows that it's hard to find the one. But in time. Ich erkläre sie somit zu Mann und Frau. Sie dürfen sich jetzt küssen. Und so frage ich Sie, Leon Moreno, wollen Sie die hier anwesende Cora Hinze zur Ehefrau nehmen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Wollen Sie Cora Hinze den hier anwesenden Leon Moreno zum Ehemann nehmen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Dann erkläre ich hiermit Kraft meines Amtes die Ehe für geschlossen. Ach, darf ich Sie jetzt küssen? Ja, wenn Sie es nicht tun, wer sonst? Ich frage Sie, Dennis Ergün, wollen Sie die hier anwesende Sandra Lemke zur Frau nehmen? Ich lass mich nicht so rauswerfen! Du kannst nicht so tun, als gäbe es die Vergangenheit nicht. Du hast kein Recht, mit dieser Frau glücklich zu werden. Deinetwegen ist Alias Leben zerstört und die Ehre der Familie Önder beschmutzt. Man begreift endlich. Alia war schon immer lesbisch. Nein! Frau Verena Koch, möchten Sie den hier anwesenden Leon Moreno zu Ihrem Amt? Natürlich will ich. Ja. Herr Leon Moreno, möchten Sie die hier anwesende Verena Koch zu Ihrer Angetrauten... Ist alles in Ordnung? Alles ist in bester Ordnung. Herr Leon Moreno, möchten Sie die hier anwesende Verena Koch zu Ihrer angetrauten Frau nehmen? Soll ich die Frage wiederholen? Nein, nicht nötig. Und die Antwort ist ja wohl auch klar. Dann werde ich das auch als Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Dann darf ich Sie jetzt bitten, die Ringe zu tauschen. Sie haben sich gegenseitig Ringe geschenkt. Das ist wirklich voll süß. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Pia Koch, ist es Ihr freier Wille und Ihre freie Entscheidung, mit Ihrem Partner John Bachmann die Ehe einzugehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja, absolut.
John Bachmann. Wollen auch Sie aus freien Stücken mit der hier anwesenden Pia Koch die Ehe eingehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Wenn Sie noch kurz warten würden, bitte. Emily! Ah, jetzt habe ich Ihren Nachnamen vergessen. Nicht schlimm, Höfer. Ja, ich will. Badak, ja, ich will auch. Okay, dann die Ringe. Nehmen Sie dann vielleicht noch die Ringe. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy. And my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry. Was getan. Herzlich willkommen. Ach, scheiße, Mann, ich kann keine Rede halten. Es tut mir leid. Okay, aber ich kann euch erzählen, was Katrin mir vor ein paar Wochen gesagt hat. Sie hat gesagt, dass immer, wenn sie Till sieht, dass sie dann ihr Herz stärker schlagen spürt. Ich habe ganz lange überlegt, wie ich eure Liebe beschreibe, aber ich finde, das ist ein super Satz. Ich finde, besser kann man es nicht sagen. Ja, und wir sind heute hier an diesem Ort, wo ihr euch kennengelernt habt. An einem Tag, wo Katrin nicht weiter wusste und dann Bommel getroffen hat. Der hat ihr einen Joint angeboten. Leider habe ich nicht gezogen. Aber du hast dein Herz wieder schlagen gespürt. Und du hast das Leben gespürt. Und das ist bis heute so, wenn sie dich ansieht. Ich glaube, ihr seid das einzige Paar, was ich gerne dick und alt sehen werden würde. Und deswegen sind wir hier. Ihr beiden habt etwas gefunden, wonach andere Menschen ihr Leben lang suchen. Die große Liebe. Und das wollen wir feiern. Lasst uns anstoßen. Auf Katrin und Till. Auf Katrin, auf Till. Auf Katrin und Till. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch küssen, ne? Also, bitte. Bitte.